Ich will nur mal kurz schießen, was da passiert. Oh, crazy. Aha, krass. What? Das ist ja gar... Das ist ja lustig. Das ist ja... Das ist lustig. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout Part Nummer 17. Ein abgenutztes Klemmbrett. Wir sind hier noch mit Adam Sandler unterwegs und haben hier soweitgehend alles gelootet, glaube ich. Und der Typ ist einfach vorgerannt, wie immer. Und jetzt haben wir hier wieder die... Ja, Anstalt ist es jetzt nicht, aber... Alter, warum ist... Alter, Flocke, erschreckt mich nicht so. Moment mal, warum ist auf dem Scheißhaus eine Couch? Also was... Was haben die sich denn gedacht? Ja, ich bleib jetzt hier sitzen und höre den Leuten beim Kacken zu und warte einfach, bis eine Kabine frei ist. Alter, da fuck, wer stellt eine Couch in eine Toilette? Ja gut, können wir machen. Ist... Oh Mann, okay. Was haben wir hier? Knochen der linken Hand, Knochen der rechten Hand und Seife. Hat sich da jemand irgendwie die Hände wundgerubbelt oder was? Ist schon Corona-konform gewesen. Was ist das? Bist du ein Roboter? Nö, aber ich kann hier irgendwas von dir mitnehmen. Wie viel Platz haben wir denn eigentlich noch im Inventar? Nicht mehr so viel. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas snacken kann. Ja, komm her. Aufbereitetes Wasser ist immer ganz gut. Also, wo müssen wir hin? Du bist unten, gell? Ja, du bist unten. Ich will hier erst nochmal alles looten. Ich brauche hier mein Stuff. Hier gibt's nämlich ultra viel Stuff. Und Stuff ist immer gut. Stuff. Nein, ehrlich, ich brauche Munition, den ganzen Scheiß. Was haben wir hier? Aluminiumkanister, brauchen wir nicht. Flocke, das ist nix. Hier ist, glaube ich, auch nix. Okay, fuck it, wir gehen runter. Oder, noch nicht ganz, wir gehen erstmal hier lang. Und gucken mal. Ach, guck mal. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Weiß auch gar nicht, warum wir jetzt hier lang gehen, aber ich habe da einfach... Wie hast denn du das jetzt gemacht, Flocke? Okay. Oh, der hat sich totgesoffen mit Nuka-Cola oder was? Okay, ist kein Ding. Ja. Ah, alles klar, hier gibt es noch mehr. Ich glaube, ich habe ein Terminal verpasst, befürchte ich. Egal. Ich hoffe, das ist nicht schon wieder so viel zum Lesen. Gucken wir mal, wie das Passwort ist. Also. Das war einfach. Oh, der Bodensafe. Ja, dann auf. Wie gewünscht habe ich einen Bodensafe im Bereich der Rezeption einbauen lassen. So können Sie eingehende Lieferungen bezahlen und Wertsachen verschauen, bis Sie an einen sicheren Ort gebracht werden können. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Probleme mit dem Safe oder dem Schließmechanismus haben. Scheiße, da ist ein Safe, den müssen wir holen. Bei der Rezeption, okay. So, von Thomas Reinhardt, CEO. Mir ist bewusst, dass unsere Ankündigung bezüglich des Marsflugprojekts großes Interesse bei den Medien hervorgerufen hat. Wenn Mitglieder der Presse um Stellungnahmen oder Interviews bitten, verweisen Sie bitte direkt an unsere PR-Abteilung. Versuchen Sie nicht, Fragen selbst zu beantworten und geben Sie keine Informationen zum Projekt raus, sofern Sie nicht zuvor eine Genehmigung dazu erhalten haben. Okay, so. Wo ist denn der Safe denn jetzt? Wo ist die Rezeption? Okay, hier ist aber sonst nichts. Ah, hier ist doch... Ach, guck mal, da ist er doch. Ah, nice. Können wir sogar aufkriegen. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht... Ah, fast. Fast geschafft. Nice. Wie schön. Oh, nice. Das nehmen wir alles mit. Komm. Impro-Pistole brauchen wir nicht. Schrotpatrone schon. Komm, das nehmen wir auch einfach alles mit. Okay. Das können wir alles verwursten, wie ich so schön sage. Ah, da bist du ja. Unser Paladin. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Na, endlich. Ich finde, das geht schon, ehrlich gesagt, ein bisschen zu lange. Ich möchte mich die Welt erkunden, keine Quest machen. Das ist so traurig irgendwie. So, okay. Du gehst... Okay, wir gehen nicht vor. Ich gehe vor. Alles klar, ist kein Ding. So, hier können wir nicht lang. Gibt es hier noch irgendwas zum Looten? Nö. Oder? Moment. Doch, hier. Right away. Siehst du mal. Hätte ich das, ich hätte das jetzt schon fast verpasst. Dann kann ich hier gerade mal dieses leckere Essen nehmen. Gegrilltes, nee, das brauche ich nicht. Fleisch, Red, ja komm auf, egal.
Okay, krass. Das sieht ultra episch aus, the fuck. Ui. Ui. Ui, ui. Oh, ich befürchte, das wird jetzt nicht gut laufen, oder? Das sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Ja. Wir müssen weiter versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Muss ich mit dir reden, oder was ist da los? Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Ja. Adam Sandler ist kein Ding. Hi. Dance? Sei still. Ihr wimmelt es nur so vor Feinden. Ja, sorry, ich wollte... Ich, pff, sorry, Boy. Sieh dir das mal an. Ja, krass, ne? Die Lehrten könnten sich hier ewig austoben. Das ist schon ziemlich hart. Was ich aber gerade nochmal einstellen möchte, es tut mir leid, nur noch kurz, es ist mir nämlich irgendwie aufgefallen. Zack, 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 zack. Jetzt müsste es doch eigentlich ganz gut sein. Hoffe ich zumindest. Ich werde das jetzt einfach mal so lassen. Aber wir können runtergehen. Na gut, hätte ich das gewusst. Ich befürchte, hier kommt gleich ein ganzer Arsch voll Stuff. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Ja, gerne, mach das mal. Dann gucken wir mal, wo es hier lang geht. Ja, das sieht doch gut aus. Was ist das denn? Kein Strom vorhanden. Okay, das ist kein Ding. Junkset, was ist ein Junkset, Alter? Na also. What the fuck? What the fuck? Was ist das? Okay, krass. Drücke X, um Gegenstände in den Junkset zu laden. Drücke X. Moment mal. Voll aufgeladen, Schüsse richten. Halte, okay, Moment. Lass mich mal... Die habe ich noch nie aufgesammelt. Ich weiß aber, dass ich hier schon mal war. Okay. Lass mal gucken, ob da noch irgendwas im Tutorial kommt, aber da kommt jetzt gerade nichts. Junkset, wo ist sie denn? Ich meine, unabhängig davon, dass sie halt riesig ist. Wir favorisieren die mal. Machen die mal dahin. So, dann lass die mal auswählen. Alter. Okay, das war dumm. Ach, da kommt jetzt der ganze Schrott rein, oder was? Das ist ja geil. Okay, praktisch. Nuka-Cola-Flasche als rein. Komm, der Mr. Handy-Treibstoff, das ist auch ganz gut. Ja, das ist... Hier können wir doch eigentlich... Ich darf aber... Ich darf jetzt nur nicht... zu viel Scheiße reinpacken, gell? Ach ja. Crazy. Das ist ja krass. Okay, wenn ich das Ding jetzt wieder wegpacke, ist das aber immer noch geladen, oder? Ja, okay, perfekt. So, was haben wir hier? Knopf für den Motorstart. Warnung. Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Ja, okay, wir machen das ja jetzt. Große Werkzeugkiste holen wir uns erst nochmal. Nein. Ja, das sieht besser aus. Komm her. Ja, perfekt. Das wär's. Ja, das nehmen wir alles mit. Ich möchte... Ah, hier, guck mal. Fusionskern. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, aber wahrscheinlich habe ich jetzt alles kaputt gemacht. Ich will nur mal kurz schießen, was da passiert. Oh, crazy. Aha, krass. What? Das ist ja gar... Das ist ja lustig. Das ist ja... Das ist lustig. Okay, krass. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Hä, ich kann nicht nach links oder rechts gehen oder was? Nö. Okay, dann machen wir einfach das rein, das rein, das rein. Ach so, hier wird sowieso nur Schrott reingepackt. Okay, das ist prima. Nicht, dass ich da irgendwelche Waffen reinpacke oder so, weißt du? Komm, passt doch. Ja, dann auf geht's. Das ist ja echt lustig. Okay, perfekt. Okay, was haben wir hier mit dem Gebäudeterminal? Ach du Scheiße, okay. Das gibt keinen, dann machen wir Gun. Oh, jetzt wird's aber schwierig. Ach, Scheiße. Müssen wir nochmal machen. Machen wir mal den Test. Null Treffer, das ist schlecht. Flag. Fire. Ah, fuck. Okay. Also es müsste auf jeden Fall ein F drin sein, würde ich jetzt sagen. Weil wir haben jetzt beide mal einen Treffer gehabt. Ich würde jetzt sagen, faul. Ja, müsste eigentlich sein, oder? Haben wir noch irgendwas anderes mit F?
Ich sehe jetzt. Ja, entweder faul oder faus. Machen wir einfach mal. Mist! Scheiße. Okay, dann müssen wir kurz warten. Aber Flock ist ja bei uns. Kann ich jetzt? Jetzt aber. So, zweiter Versuch. Mess. Okay. Dann würde ich sagen, dann ist es wahrscheinlich Mace. Ah! Okay, Mess, Mace. Könnte es Case sein? Bin durch. Perfekt. Achtung, Maschinengewehr wird mit Notstrom betrieben. Um Energie zu sparen, wurden alle nicht wichtigen Systeme... Okay, auf geht's. Starten ihn. Okay, wunderbar. Und auf zum Kontrollraum. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk oh, shit. Und bereit zur Zündung. Moment mal. Ja, auf geht's. Bewegung entdeckt. Seltsam-Sensor meldet feindlich untersetzt. Scheiße! Ich komm... Nein! Dance, ich will hier... Fuck, 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 fuck. Nein, das... Oh, da kommt er noch runtergeplumpst. Ja. Ja, dich treffen wir doch. Und dann machen wir hier noch den nächsten. Ah, das wird nix. Ja, wunderbar. Ja, ich weiß. Ich auch. Ich helfe dir, so schnell ich kann. Noch mehr, noch mehr. Ah, scheiße. Und weg hier. Ja, ich auch, Diggi. Ich auch. Boah! Alter, was war das denn? Das ist ja richtig scheiße gewesen. Was war das denn jetzt? Der Roboter Mr. Handy wurde von General Atomics... Achso, ja, genau. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Ja, auf geht's. Was ist das? Hallo. Befehl angenommen. Ja, wunderbar. Starte 5 Sekunden Countdown. Ja. 4. 4. 3. 3. Na komm schon. 2. Scheiße. 1. Ja, auf geht's, mach. Triebwerk wird gezündet. Auf geht's. Ich verpiss mich mal schnell hier. Oh, nice. Oh nein. Kacke. Ich hoffe, wir überleben das und werden jetzt nicht geröstet. Scheiße. Das war ja, das war jetzt dumm. Ja, ich hab's befürchtet, ich hab's befürchtet. Gut, dass wir Autospeichern haben, aber ich muss nochmal komplett runter jetzt, oder? Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich es nochmal komplett von vorne mache. Ich muss es komplett von vorne machen. Oh no! Okay, wir laufen einfach mal schnell vor. Sorry, Boys und Jungs und Mädels und alle, die mir zugucken. Das skippe ich mal kurz. Das war jetzt auch dumm. So, dann probieren wir das jetzt nochmal. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. Okay, okay, okay. Erstmal. 4. Guck mal, ob das so funktioniert. Weg damit. Tür zu. 3. Ich hoffe, der überlebt das. Ansonsten muss ich nochmal neu laden. 2. Komm, du überlebst das doch easy, oder? Eigentlich schon. 1. Ach, nur, komm. Auf geht's. Triebwerk wird gezündet. Können wir uns das doch auch gerade mal hier so angucken? Das sieht doch bestimmt gut aus. Ja, ich weiß. Wow. Du überlebst das hoffentlich, ja? Wie lange muss ich denn das... Okay. Ja, nice. Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Geil. Dann, ja, ich guck mal nach dir, ja? Hi, lebst du noch? Oh, hier ist es ganz schön zerfetzt. Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Sender kommen. Gehen wir. Nice! Hast du gut gemacht, wirklich. Wir nehmen einfach hier mal alles mit, die ganzen Fusionsdinger. Ja. Oh, sogar eine Pluswaffe, geil.
Schlagstock lassen wir nochmal da, wo er ist. Ach, Alter, guck dir das an. Oh, geil. Das ist hier viel Stuff, den wir finden. Gefällt mir. Finde ich gut. Was ist das? Ruftaste. Ach, der Aufzug. Krass, daneben ist direkt ein Aufzug. Okay, das sieht gut aus. Inwiefern ist denn die Waffe eigentlich besser? Diese Institutpistole als meine normale Pistole. Wo ist er denn? Der Berserker-Gehstock, der ist ganz nice. Ja, das ist hier immer so ein bisschen. Wo ist er denn nochmal? Institutpistole? Ich habe hier doch eine Pluswaffe gekriegt, oder nicht? So. Also, Splittergranate, Splittermine, taktische Schrot. Oh. Ja. Achso, die haben wir. Junkset ist auch ganz nice, tatsächlich. Den muss ich nochmal hier rüberpacken. So, das haben wir auch drin. Schlagstock, streuend, Lasermuskete. Ja, die kommen, die machen wir doch einfach mal dahin. Wo ist sie? Da. So, ja, scheiße, wo ist denn die Institutpistole? Ich hab die doch eben mit einem 12 automatisch. Weißt du was? Nehmen wir aber trotzdem mal. Was soll der Geiz? So. Erstmal gucken. Oh ja, das sieht gut aus. Das ist nice. So, erstmal mal gucken, ob hier alles da ist. Aber es sieht gut aus bisher. Wunderbar. So. Auf geht's. Kommst du mit rein, oder? Ja, was ist denn unser Ziel? Daten. Begib dich zum Kontrollraum. Haben wir das gemacht. Okay. Ja, auf geht's, oder nicht? Tschüss. Bin ich jetzt richtig oder bin ich falsch? Ich glaube, wir sind nicht allein. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht gerade? Hä? Wir haben Gesellschaft. Ist das so? Ja. Oh, scheiße. Ja, die müssen wir platt machen. Auf geht's. Wow. Oh, scheiße. Das kann ja jetzt lustig werden. Komm her, wo seid ihr? Oh ja, die ist nice, die Waffe. Alter, er sieht aus wie... Wie Terminator, genau. Komm her, du Sack. Nice. Das sieht gut aus. Warum sollen wir das Feuer einstellen? Wir sind doch noch nicht fertig. Oh, da ist er doch. Okay, wunderbar. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Geil. Hab ich Bock drauf. Das können wir machen. Oh, krass! Ja, hier haben wir wieder ein bisschen Stuff, gell? Und ich bin wahrscheinlich gleich wieder zu fett zum Laufen. Man kennt's. Schaltplatte, Militärstandard. Antriebskern. Haben wir das schon mal aktiviert? Ja, oder? Test starten. Fehler, Treibstoffreserven bei Nuka. Schade. Schade. Das hätte ja funktionieren können. Ich mach mir hier das Licht aus, damit wir nicht weiter genervt werden davon. Und ja, wieder ganz viel Stuff. Oh, das ist so krass, wie viel Zeug wir hier gefunden haben jetzt. Oh, wie geil. So viel Stuff. Und wie viel Munition vor allem. Richtig geil. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Okay. Dann sind wir eigentlich gut aufgehört. Hier ist noch ein... Ach, ich dachte, wir sind safe. Okay, schade. Na komm. Und auf geht's. So, Paladin, du kommst mit rein? Ja, du kommst mit rein. Flocke, du auch? Komm. Hey. Hier drüben. Komm her. Ja, genau. Genau. Aber. Nach oben. Perfekt. Da müssen wir es doch jetzt gleich auch haben, oder nicht? Irgendwie. Hoffe ich. Ja, okay, wunderbar. Sag mal, wie machst du das? Wie machst du das, Diggi? Das sieht sauber aus. Weiter geht's. Ja, sofort. Ich bin hier noch ganz kurz. Ja, danke, Flocke. Das ist nice. Boah, right away.
Sehr gut. Flocke? Nice, danke. So, wie schaut's hier aus? Ich muss hier nochmal zwischenspeichern. Das war's, oder wie? Ja, tatsächlich. Abgeschlossen, verlassen. ArcJet Systems. Haben gemacht. Wo ist denn? Da ist er. Paladin. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ja, vom Feinsten. Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben den Sender. Die Details sind nicht weiter wichtig. Ah, okay. Gut, wir waren doch ein gutes Team. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Okay. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Nice. Vielen Dank. Oh ja, die ist nice. Die nehmen wir doch. So. Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So, und was die zweite Sache angeht, ich möchte dir ein Angebot machen. Okay. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. Ja. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Ja. Da hätte ich Bock drauf. Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Das freut mich zu hören. Treffen wir uns am Polizeirevier. Dann besprechen wir die Einzelheiten. Perfekt. Und wir sind der stählernen Bruderschaft beigetreten. Mal gucken, ob wir ein Level ab, hochkommen. Aber ich glaube, so viele Erfahrungspunkte bekommen wir dann am Ende doch nicht. Ne, schade. Wäre cool gewesen. Aber jetzt haben wir die Sins platt gemacht. Oh, da liegt noch einer. Ja, der hat nichts mehr. Kehre zum Semper Invicta, haben wir jetzt freigeschaltet, die Quest. Nice! Stark! Aber was wir jetzt als erstes machen, ist definitiv mal zurückgehen. Ich muss mal meinen Stuff wegbringen. Dann gucke ich mal, ob ich was kochen kann. Das mache ich aber jetzt alles offline. So, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Hat wieder richtig Bock gemacht. Und dann passt auf euch auf und bleibt gesund. Jo, haut rein. Bis dann. Tschüss.